Herzlich willkommen bei mir und meinem neuen Angelvideo mit Rushing Fishing 4. Heute befinden wir uns, wie ihr sehen könnt, am Bernsteinsee und gehen dort auf die Karpfen. Ich war hier jetzt aktuell schon am Spot 168-81 mit 35 Meter Clip am Angeln für circa 3,5 Stunden. Hab unter anderem hier schon gefangen heute Albino-Spiegelkarpfen, die Barben, gerahmte Spiegler, Goldkarpfen hatte ich dabei von 16 Kilo, 1,5 Kilo, knapp 2,6 Kilo. Hab Schuppenkarpfen dabei gehabt und unter anderem auch Spiegelkarpfen. Dabei auch zwei Trophys, einmal mit 30 Kilo und einmal mit 29 Kilo. Insgesamt habe ich jetzt hier 99 Fische im Kescher und wir gucken mal, was ich in den 3,5 Stunden jetzt hier an dem Spot bei 168,81 schon mal eingenommen habe an Silber, bevor ich gleich mit euch nochmal zu dem Spot hochfahre. Ich bin aktuell hier mit 99 Fischen bei 1227 Fischen. Wir gucken nochmal eben kurz ins Café hoch, ob ich da vielleicht noch einen Spiegelkarpfen abgeben kann, bevor ich die hier verkaufe und euch gleich meine Montagen zeige. Hier haben wir drin, wir können verkaufen den Spiegelkarpf mit 4 Kilo mit 28 Silber. Ansonsten Karauschen hatte ich keine, Giebel auch nicht. Spiegelkarpfen, Trophy war jetzt keiner dabei. Aber die lasse ich jetzt einfach mal im Kescher noch. Und vielleicht können wir sie nachher abgeben. Ich gehe mal die anderen Fische eben schnell verkaufen. Dann zeige ich euch meine Montagen, mit was ich so am Angeln hier bin. Und auch die Futtermischung. Hier gehen wir mal eben auf Gewicht. Wie gesagt, Albino-Spiegler, Goldkarpfen dabei. Ich gehe mal auf Gewicht komplett hoch. Die zwei Trophys lasse ich jetzt mal drin. Ich kann ja mal so hergehen und kann einfach mal alles verkaufen, außer Trophy und die seltenen. Und gucke einfach mal, was ich heute dann mit dem nächsten Fischen, was ich so fange, an Fische da noch dabei habe, an seltene Fische und Goldkarpfen. Ich gucke mal eben, die haben wir auch, die verkaufen wir auch eben. Wir verkaufen den noch. So, jetzt habe ich insgesamt, wie gesagt, in 3,5 Stunden 2 Spiegelkarpfen-Trophys gehabt, 3 goldene und einen Albino-Spiegelkarpfen. Die lasse ich jetzt mal drin mit dem Kescher und wir gucken, was von seltenen Fischen noch da dazu kommt. Wir gehen mal ganz kurz hoch zum Laden. Dann zeige ich eben nochmal ganz kurz das Futter, mit was ich hier am Angeln bin. So, ich angel aktuell hier einmal mit der ersten Rute mit einem 1-0er Haken mit Krabbe, Muscheln 20 Saubel, Kraftbaits, Krabbe, Mais und hellen Pfandsand, Krabbe und Fisch. Die zweite Route ist einmal das gleiche. Da habe ich jetzt einen 1er Haken aber auch drauf und auch aber die gleiche Köderkombi. Und auf Route Nummer 3 das gleiche nochmal mit 2-0er Haken und auch 20er Boilie, Kraftbaits, Krabbe und Krabbe und Fisch als Dip. Futtermischung kann ich euch nochmal mit herstellen. Aktuell nutze ich die Futtermischung hier. Machen wir ganz kurz hier mit Bernie Krabbe Muschel. Da habe ich drin einmal Maismehl. Als Aroma haben wir hier drin Krabbe und Muscheln. Und wir haben drin Königskrabbe als Pellets in 12er. Hier einmal. Wir haben hier drin Krabbe Feed Pellets 3. Krabbe Feed Pellets 4 und Krabbe Feed Pellets 7. Das habe ich hier drin. Maismehl, Königskrabbe Feed Pellets 12, Old Pal Krabbe Feed Pellets 3, 4 und 7 und Krabbe Muschel als Aroma. PFAs nutze ich 10 Gramm. Die reichen vollkommen aus. Stellen wir gleich nochmal dreimal her. So, eben mal noch kurz klein die PFAs mit rein, dass ich die gleich bereit habe. So, Krabbe Musche. Hier haben wir es. Kann man nochmal gucken, nochmal kontrollieren, ob auch das Richtige drin ist. Ja, ist das Richtige. Anfertigen. Solltet jetzt noch kein PFA nutzen können, könnt ihr das Futter genauso auswerfen in der Futterrakete oder ohne probieren, ob es bei euch auch funktioniert. Futterbällchen kann man es natürlich auch herstellen, das Futter. So, dann würde ich sagen, ich fahre mal hoch zum Spot, zum Angelspot. Wir gehen, wie gesagt, zu 168, 81, 35 Meter Clip hier oben. Hier
hier oben mit der Kombi jetzt, was ich euch gezeigt habe. Wir sehen uns gleich am Spot oben. So, da sind wir nun am Spot 168, 81 bzw. 80. Ich zeige es euch nur hier auf der Map. Wir stehen hier Richtung 4,5 Meter Loch mit 35 Meter Clip. Setup kann ich euch auch nochmal zeigen. Ich habe hier 1-0er Haken, zweimal drauf, auf der ersten, auf der dritten Rute mit 20er Muschel Saupel, Krabbe, Muschel Saupel, Kraftbeiz, Krabbe, Hellenwandsand, Krabbe in Fisch, PVA machen wir auch drauf. Das hatte ich euch vorhin auch schon mal eben gezeigt. Hier nochmal mit Maismehl, Königskrabbe Feed Pellets 12, Krabbe Feed Pellets 3, Krabben Feed Pellets 4 und 7. Und dann haben wir noch einmal Krabbe und Muschel als Aroma im PVA. 10 Gramm PVAs, die reichen hier vollkommen aus. 35 Meter Clip. Richtung Inselspitze darüber. Knapp so seitlich rüber. Man sieht es an der Kante hier. Einfach so seitlich, wo der rote Fleck jetzt im Wasser ist. In die Richtung werfe ich mit 35 Meter. Auch noch mit PVA drauf machen. Krabbe und Muschel benutzen. Mal die Einholgeschwindigkeit hoch machen. Kescher hatte ich euch vorhin gezeigt, wo ich hier 3,5 Stunden da gestanden war. Mit den Goldkarpfen mit 2 Spiegler-Trophy dabei. Anderen Fische habe ich eben gleich verkauft. Die goldenen und die Trophys habe ich jetzt nochmal drin gelassen. Vielleicht kann ich noch gleich noch was im Café von den Trophys verkaufen. So. Wie gesagt, wir stehen hier unten. 35 Meter Clip. Da ist der erste Fisch. Zeige euch nochmal das PVA. Habe jetzt drin Maismehl, Königskrabbe, Feed Pellets 12, 3, 4 und 7. Krabbe, Muschel. 2 Nuller Haken. 50 cm Vorfach habe ich jetzt hier drauf auf der Montage. Da habe ich einen 1er Haken. Auch 20er Saubel. Nochmal den gleichen Mais. Gleiches Dip. Gleiches PVA. Dritte Rute nochmal mit einem 2 Nuller Haken. Auch mit 20er Krabbe, Kraftbaits hier. An Mais und auch Krabbe in Fisch und gleiche PVA. Hier habe ich auch ein 50er Zentimeter Vorfach drauf. Und hier waren es auch nochmal 50 cm an Vorfachlänge. Ich kann euch nochmal zeigen, ich hatte vorhin in 3,5 Stunden die 2 Spiegelkarpfen dabei. Die 3 goldenen, einmal mit 16, 1,4 und 2,6. Ein Albino mit 1,2. Und jetzt eben hat man hier den 3,5 dabei. Hat jetzt in 3,5 Stunden vorhin 99 Fische gehabt. Ich habe jetzt eben gesagt, die Geister, Albino, beziehungsweise Albino und Goldkarpfen drin gelassen und die 2 Trophys. Mal gucken, ob ich dann noch einen gleichen Trophy verkaufen kann. Und gucken, was wir jetzt hier nochmal so fangen. Was ich dann insgesamt in der ganzen Zeit dann an Goldis dabei habe oder Albino-Karpfen. Wenn ich hier nochmal einen Kescher voll mache, mal gucken. Hauptbisszeit ist in die Morgenstunden bis Mittag rein, dann abends geht es ganz gut. Tagsüber beißen sie natürlich auch. Aber Hauptfrequenz war jetzt bei mir hier eben Morgenstunden bis Mittag und dann von 18 Uhr nochmal in die Nachtstunden rein, wo die größeren Fische beißen. Natürlich tagsüber dann auch immer wieder Fische dabei. Nicht ganz ohne. Frequenz bleibt schon da.
So, da. Hier oben, wie gesagt, stehen wir 35 Meter Clip. Können auch mal die Rochenrekorde mit reingucken, Deutschland wöchentlich. Geht auch alles auf, Grabe Muschel aktuell. Hier stehe jetzt ich auf Platz 1 mit 16,098 Kilo, auch Grabe Muschel, wie ihr seht, mit der Krabbe. Unter anderem die Spiegelkarpfen momentan. Wo haben wir sie? Hier. Auch alles Grabe Muschel momentan, was sie so am Bernstein läuft. Ihr könnt natürlich auch, wenn die großen Boilies bei euch nicht laufen, geht ihr einfach her und probiert es mal mit kleineren Boilies an, vor den sinkenden. Ich habe auch hier die Snowman-Rig-Montage, bevor ich es vergessen habe zu sagen. Ist einmal die Snowman-Rig-Montage, sinkende Boilie mit Mais und nicht Pop-Up, sind die sinkenden Boilies. Macht sich relativ schwer mit 18 Kilo. Werfen wir gleich wieder aus. Aber wie ihr sehen könnt, 3,5 Stunden war ich jetzt hier gestanden an dem Spot. Hab geangelt, hab einen vollen Kescher gehabt. Und die Fische sind trotzdem noch da. Frequenz geht weiter. Fische beißen auch noch nach knappen 3,5 Stunden. Ohne große Probleme. Kilo. Sind wir jetzt gleich wieder in kurzer Zeit. 5 Kilo, 18 Kilo, 4 Kilo, 4 Kilo, 3,5 Kilo. 5 Fische eigentlich gute
innerhalb von 7 Minuten. Ich denke mal, den Spot aktuell auch ausprobieren kann und testen kann bei einem, ob er läuft. Ob man Fische fängt hier. Aber ich denke mal schon, die Chancen sind momentan hier gut. Dass man auch hier wirklich momentan fängt. So, kommt wieder ein Biss. Da fehlt es Dip. Ein kleinerer. Haben wir ja genügend Kult. Hauen wir gleich nochmal drauf. Gucken wir mal. Der gleich runter geht. Kommt hier. Barben sind ja auch dabei gewesen schon. Derzeit, was ich jetzt gestanden bin vorhin. Geht nochmal das Dip. Mal eingeben. Krabbe und Fisch. Nochmal Schuppenkarpfen mit 6,5. So, bei mir ist der Spot heute relativ zügig angelaufen gewesen. Ich habe gar nicht lange warten müssen, bis hier die ersten Fische bei mir gekommen sind beim ersten Mal. Und hat eigentlich auch direkt relativ schnell den ersten seltenen dabei. Das war der Albino, was ich hier gehabt habe vorhin. Anschließend kam kurz darauf der Goldene hier. Und dann eben nochmal, wie gesagt, ein Spiegelkarpfen-Trophy, noch der goldene, ein Goldkarpfen, 16 Kilo und ein Spiegelkarpfen nochmal mit 30 Kilo. Also das ging eigentlich relativ schnell bei mir, der Spot, dass der da war von den Fischen her. Da kommt nochmal der nächste goldene. Auch mal hier nochmal mit 809 Gramm. Also sie beißen auch noch, ne? Nach knapp 4 Stunden die Fische hier gut. Und es kommen immer noch goldene Karpfen mit. Hat man ja sehr oft, dass ein Spot nach einer gewissen Zeit bei einem nicht mehr läuft und die Fische nicht mehr da sind. Aber der läuft trotzdem noch.
Natürlich sind mal kleinere, mal größere Fische dabei. Man kann es nicht ändern. Da haben wir nochmal einen Spiegelkarpfen. Kann euch nochmal mein Setup zeigen. Ihr habt Grabbemuschel 20, Saupel 2 Mal habe ich das auf Montage drauf. Mit 1-0er Haken, Grabbe, Greifbaits, Zander, Grabbe, Fisch. Beziehungsweise jetzt Zander, Helmband, Sand, Grabbe in Fisch. Hier habe ich einen 1er Haken mit 20er Saupel, Grabbe, Muschel, Grabbe, Greifbaits, auch das gleiche Tipp. Und hier habe ich mal einen 2-0er Haken drauf, auch Grabbe, Muschel, 20 Saupel. Also auf drei, alle drei Montagen mit 2-0er Haken, mit 1-0er Haken und mit 1er Haken. Auf allen drei Routen habe ich bisher da, waren gute Fische dabei. Wir sind jetzt schon wieder hier 10 Minuten, 11, hier 13 Minuten, seitdem wir hier stehen, haben wir die Fische schon wieder in 13 Minuten hier gefangen. So, da kommt der nächste Fisch. Da haben wir nochmal einen Spiegelkarpfen. In alle drei Routen. So, nochmal einer. Gucken wir mal eben.
hängt schon. Schuppen, Gapfen. Was machen wir die Nacht hin ab noch rein? Was kleiner so in den Haken geht? Da haben wir auch noch gleich Bisse. Nochmal einen Schuppenkarpfen. Ich sag's mal, kleinere Fische, mal größere Fische. Ich hatte da vorhin jetzt in den 3,5 Stunden die 2 Trophyspiegler dabei. Die goldenen Karpfen. Stehen jetzt hier seit 19 Minuten. Haben die hier wieder gefangen. Vorhin war ja der Kescher in 3,5 Stunden voll. Mit denen Fischen als Zusatz. 3 goldene, 2 Spiegeltrophy und ein Albino-Karpfen. So, nochmal einen Schuppenkarpfen. 3,1 hier. Da haben wir auch nochmal einen Fisch. So, nochmal ein Aaland. Wie gesagt, probiert es aus, ob der Spot bei euch läuft. Ich habe euch die Montagen gezeigt, was ich an PVA drauf habe. Ich habe euch den Kescher gezeigt, bevor ich eben gerade verkauft habe, was ich in 3,5 Stunden knapp dabei gehabt habe. Mit den 2 Spiegler-Trophäen hier, mit den 3 goldenen Karpfen, einer 16, 1,4 und 1,6. Die Zeit, wo wir jetzt hier stehen sind, haben wir auch einen goldenen gehabt. Ich habe vorhin noch ein 1,2 Kilo Albino dabei gehabt. Also ich denke mal, der Spot, der ist es auf jeden Fall aktuell wert, dass man den probiert. Vielleicht habt ihr Glück und habt auch ein paar außergewöhnliche Karpfen dabei. Albino oder Goldkarpfen. Ich würde sagen, ich wünsche euch mit dem Spot jetzt hier viel Spaß. Vielleicht probiert das aus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Video.